Weiter geht es mit Endless Space 2. Wir sind zurück live auf Twitch bei unserem Schemenchor. Dürfen wir uns überhaupt noch Schemenchor nennen? Oder sollten wir uns vielleicht inzwischen eher Schemenschatten schimpfen? Da inzwischen es so ist, dass wir mehr Bevölkerung haben auf unserer Heimatwelt vom Schemenschatten als vom Schemenchor, wäre das vielleicht sogar sinnvoll. Also, wir rekrutieren hier weiter diese gelben Schemenchor-Einheiten. Haben wir noch genügend Platz? Momentan alles an Bevölkerung hier auf unserer Heimatwelt. Das ist auch okay, weil wir jedes Mal, wenn wir Schemenschatten zu uns holen, wir auch Schemenchor umwandeln. Aber früher oder später werden wir zum Beispiel Arkab besiedeln. Und momentan hacken wir uns ja auch nach Ilion hier durch, weil es hier 4 strategische Ressourcen gibt. Super cool. Also hier würde ich gerne auch ein Refugium drauf errichten. Das wird nicht einfach sein, aber wir versuchen es einfach mal. Einmal die Schiffe weiterziehen. Hier haben wir uns gerade angeguckt, dass wir noch 9 Plätze haben auf unserer Heimatwelt. Und wir haben noch für unsere Verteidiger, mit denen wir gerade die Schlacht geschlagen haben, gegen die Verräter, haben wir noch eine weitere Beförderung offen. Wir wollen was für Flotten haben. Ja, zum Beispiel das Trainingsprogramm für Sternenreisende. Mehr Geschwindigkeit wäre okay. Sichtweite auf Flotte finde ich auch cool. Das ist ja eher so unsere Verteidigungsflotte, falls die Hishu, die jetzt ja Pazifisten geworden sind, doch auf die Idee kämen, uns anzugreifen. Sieht man das eigentlich hier irgendwo, dass wir hier deren Regierung durcheinander gebracht haben? Nee, sieht man nicht. Schade eigentlich. So. Wo bist du? Klangvolles Echo, hallo? Na, sind wir erstmal beim finsteren Echo auf Galt-Tour, hier unten bei den Rissgeborenen. Hier haben wir schon ein bisschen was erforscht. Es darf noch weitergehen und finden hier am Yantoid. Okay. Das geht dann nächste Runde weiter. Jetzt ist unser eindringliches Echo heißt das schon wieder, aber das ist doch eigentlich unsere Zitadelle. Und? Oh nein, es fehlt uns da die Mannstärke für. Ah, wir brauchen 600 Mannstärke. Diese Ressourcen, damit wir eine Zitadelle machen können. Was das genau bringt, lese ich uns dann vor, wenn wir es wirklich machen können. 600 brauchen wir. Naja, gut. Das sind nochmal 3 Runden. Vielleicht auch 2. Na, wahrscheinlich nicht ganz. Da müssen wir nochmal warten. Ach, das ist ja ärgerlich. Ich dachte, wir können jetzt endlich mal die Zitadelle bauen. Das geht aber leider immer noch nicht. So, hier unten. Das ist unser eigentlicher Akunda. Also, dass es hier nichts gibt. Wir könnten mal nach hier. Bushir. Haben wir Bushir schon erforscht? Haben wir. Also, dass hier eine gähnende Leere ist, finde ich ganz komisch. Wir fliegen mal hier rüber und schicken mal von hier aus Sonden. Das ist echt frustrierend, dass unser großer Erkunder gar nicht wirklich Erkundungen betreiben kann. Bitter, oder? Ja, die Zitadelle ist ein Running Gag. Also, ihr könnt ja gerne Wetten abgeben, ob wir das noch schaffen, heute eine Zitadelle zu bauen. Es ist vertrackt. Sage ich ganz ehrlich, Leute. Unser Held sollte auch bald mal da sein bei der Kuriosität. Den haben wir vor ein paar Runden losgeschickt. Wir sind wieder bei Megres. Hier vorne. Und versuchen das jetzt nochmal mit den Schläfern. Vielleicht bleiben die jetzt ja mal ein bisschen länger hier drin. Horatio betrachtet uns angesichts unseres fabelhaften langen Friedens als besten Freund wie einen Hund. Nein, Leute, das ist ja meine Botschaft. Als bester Freund, aber wie ein Hund. Ich wollte erst sagen, Mensch, er mag uns gerne, und mit seinem letzten Satz hat er das dann wieder zunichte gemacht, also sowas.
So ein Knilch. Gleich nochmal Richtung Migres. Hier wollen wir ja weiter hacken. Weiter dafür sorgen, dass hier die Bevölkerung zu Schläfern wird. So, dann Schemenkur. Ja, nochmal 4 Bevölkerungspunkte dazu. Ich glaube, einmal eine Runde gönnen wir uns noch. Und dann gehen wir wieder in die weiteren Refugien hinein. Das ist unsere Anführerin der ersten Flotte, die wir gerade zur Akademie geschickt haben. Können wir sie noch etwas boosten, falls es zum Kampf kommt? 4 Sichtweite auf Flotte wäre vielleicht hilfreich. Das hilft uns nicht. 80% Schaden auf Schiffe. Oh. Maßgeschneiderte Waffen. Ja, die nehmen wir mal mit. Der Held verfügt über ein breites Wissen im Bereich von Waffensystemen aus der ganzen Galaxie, von lumerischen Torpedos hin zu den Phasenstrahlwaffen der Mavro. So ist er in der Lage, aus allen Geschützen auf seinem persönlichen Schiff noch mehr herauszuholen. Das kann man sogar nur einmal machen. Aber 80% Schaden für die Schiffe, das ist doch schon mal ganz ordentlich. Wo ist sie denn überhaupt? Die sollte doch so langsam mal da sein. Hier. Wenn sie hier angekommen ist, wir schicken sie mal weiter, sollten wir das Kapitel 4 erfüllen, oder? Ach, wir müssen noch eine Quest untersuchen. Hier auf Harrow. Ich weiß gar nicht, wo wir die Sonde her haben, aber wir haben sie. Es gab bis einmalig 60 Dust beim Einkommen von 1300. Danke dafür. Und dafür ist das Auge des Sturms abgeschlossen. Ich muss mich nochmal mit euch daran erinnern, was hier passiert ist. Isiander, der Anführer der Akademie, hat sich mit uns getroffen. Er ist sehr charismatisch. Seine Stimme ist verführerisch, tolle Logik. Es gibt eine interne Krise in der Akademie, wo die Helden herkommen. Es könnte sogar noch kritischer werden. Und Muvel, der Standort, an dem die Akademie erbaut wurde, ist ein Fokuspunkt für enorme Energien. Entweder durch die Taten der Endless und der Verlorenen oder aufgrund von Isiandas eigenen Studien. Und uns erwarten Schätze und/oder Verrat. Wir müssen an Helden abordnen, um zu entdecken, was sich in bestimmten uralten Kuriositäten verbirgt. Okay. So, da draußen ist etwas. Wir interessieren uns nicht als Einzige dafür. Und jetzt sprechen wir über Hyark. War offenbar ein Ort der besonderen Zusammenkunft zwischen den Endless und der Verlorenen. Es war kein Magnet, kein Ort der Anbetung, sondern eher ein Ort, an dem die intelligentesten Lebensformen der Galaxie einander in Rätseln von Raum und Zeit auf die Probe stellten und herausforderten. Ei! Willkommen 2% im Imperium an Dust mit zugewiesenem Gouverneur. Also einfach nur 2% hier oben drauf, weil wir nur ein System haben. Boah. Die Entdeckung des Shi'ak-Knotens und nur eine Handvoll seiner Geheimnisse hat unmittelbare Auswirkungen auf die Helden, die bei der Verwaltung deiner Systeme helfen. Das sind alle Spielmeister geworden. Und jetzt geht's weiter mit Grenzverteidigung, Kapitel 5. Die Organisation der Akademie ist nicht so simpel, wie es von außen scheint. Im Allgemeinen wirft man ihr vor, ein religiöser Stadtstaat zu sein, der nur zur Verehrung der Verlorenen existiert. Aber in Wahrheit widmet sich die Akademie eher der Wissenschaft und Archäologie, in der Hoffnung, einen Weg zu finden, die Sünden der Endless wiedergutzumachen. Unter dem Zentrum des riesigen Akademiekomplexes befindet sich in der Tat eine uralte Stätte, die den Verlorenen zugeschrieben und sorgfältig bewahrt wird. Genauso wahr ist es, dass dort täglich Gedenken stattfinden und meditiert wird. Anstelle von heiligen Schriften und Ritualen finden sich dort jedoch Lehrbücher und Arbeitsschichten, da die Akademiker vielmehr versuchten, alle Informationen freizulegen, die sie an dieser Stätte über die Verlorenen gewinnen können. Es handelt sich also um eine sich stetig wandelnde Ausgrabungsstätte, die kontinuierlich studiert wird. Der Respekt für ihre ursprünglichen Erbauer ist dabei dem Wunsch ebenbürtig,
ihre Geschichte und Mechanismen zu verstehen und zu entschlüsseln. Deine Präsenz auf Hiyaag ist größer geworden und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Das mögen wir ja als Schemenschatten so gar nicht. Sollen wir eine Flotte von 1500 Personal zum Planeten Hiyaag senden? Belohnung Hiyaag könnte eingenommen oder zerstört werden. Wir bekommen progressive Regimenter. 20% Panzerschaden auf Imperium. Und Personalkosten sinken. Okay. Wo ist denn Hiyaag? Hier. Ich fürchte aber, mit unserer Flotte hier haben wir nicht so viel an Mannstärke. Doch 1800 haben wir. Und wie viel sollen wir uns holen? Ich gehe nochmal rein. 1500. Das würde eigentlich reichen. Wir könnten gleich mal hier rüberfliegen mit unserer Anführerin. Wir fliegen gleich mal rüber. Hierhin, direkt nebenan. Da soll es sein. Da? Da ist doch gar nichts. Das ist doch sogar schon aufgedeckt. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. So, das ist unsere Zitadelle. Eindringliches Echo. Das ist unser Zitadellenschiff. Zitadelle. Nächstes Mal. Dann wissen wir, dass das nur temporär ist. Und auch du leg dich mal schlafen. Unser Naherkunder möchte noch auf Echios was entdecken. Hier sind uralte Ruinen. Aber nur eine heiße Gaswelt und ein Wüstenplanet mit Mond. Und bei dem Mond finden wir noch etwas dazu, nämlich Orikalkeks. Und nochmal 5 Beute. Nur dadurch haben wir überhaupt jetzt hier so ein bisschen was an Orikalkeks und auch an Quadrinix dazu bekommen. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal hier hin. Hier haben wir ja noch ein paar Knoten, die wir aufdecken können. Und hier unten warten wir auf neue Sonden. Und ja, hier, also dass hier nichts ist, das macht mich total fuchsig. Wie kann denn hier nichts sein? Ich schicke mal alle Sonden ab, die wir haben. Geht doch nicht. 7 Sonden. Irgendwo müssen wir doch was entdecken. Hier können wir noch weiterfliegen. Das gibt's doch nicht. The Dark Flamebreaker, hi. Die Vodiani sind noch dabei, aber momentan spielen wir den Schemen Schatten und ja, machen erstmal das fertig. Haben wir die Donutform genommen? Da müsstet ihr mal Ausrufungszeichen Game, glaube ich, war das, eingeben. Ausrufungszeichen Game, oder? Ja. Gebt mal Ausrufungszeichen Game. Ne, gar nicht, doch. Ausrufungszeichen Game ein. Da habe ich dann die Spieleinstellung hinterlegt. Und da sehe ich, Dankeschön, dass wir auf einer Scheibe 4-Karte spielen. Entsprechend könnte da tatsächlich was sein. Nächste Runde dimensionale Faltung. Und vor allen Dingen viel wichtiger, nächste Runde geht es den Piraten endlich mal in den Kragen. Und nächste Runde haben wir auch die 600 Mannstärke erreicht. Nämlich jetzt, dass wir unsere Zitadelle bauen können. So, dimensionale Faltung haben wir. Diese Technologie, die sich auf Nullpunktfelder stützt, ist sehr nützlich, wenn man Dinge in engen Räumen packen möchte und hat potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in vielen Bereichen. Ich denke mal, meine bessere Hälfte würde sich darüber auch freuen, wenn es in Richtung Urlaub geht. Noch wichtiger ist, dass wir jetzt das F-Realitätsinstitut bauen können. 40% Wissenschaft. Braucht allerdings 25 Antimaterie, okay. Und ja, jetzt können wir die Kelmat können wir assimilieren. Das gucken wir uns gleich an. Eins zur Zeit. Erstmal, ich will jetzt endlich unsere Zitadelle haben. Wo ist sie denn? Zitadelle?
richtiges Schiff auswählen. Können wir das jetzt? Ja, wir können das jetzt machen. Wenn du für deinen Leviathan die Zitadellenspezialisierung auswählst, wird er zu einer Mehrzweckfestung. Das Schiff unterstützt das System und verschwindet nach der Spezialisierung. Die Zitadelle schaltet einzigartige Verbesserungen für das System frei, indem sie gebaut wird. Außerdem bietet sie Schutz vor den Raketen des Ausmerzers. Der Schutz kann durch ein Systemschild verstärkt werden, was den Schaden eines Angriffs komplett negiert. Und eine Bewachenaktion am Knotenpunkt. Sie verhindert freie Bewegung am Knotenpunkt, stellt eine weitere Garnison mit Personal, das nicht belagert werden kann, und erhöht die Werte der Truppen im System. Der Schildeffekt der Zitadelle bleibt im System bestehen, auch wenn der Besitzer wechselt. Und zu guter Letzt verleiht sie dann im System Wirtschaftsboni, für die du weitere Verbesserungen freischalten kannst. Darauf sind wir ja scharf. Leider sagt mir jetzt nicht, wie groß die Bonusse, die Boni sind. Ach, das dauert jetzt auch nochmal 2 Runden. Ja, gut, dann gucken wir uns das in 2 Runden an. Tau ist dem Abkommen der Nationen mit Prinzipien beigetreten. Die Rissgeborenen, ach. Echt? Okay, auch interessant. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Zitadelle da ist. Naja. Können wir uns das immer noch nicht angucken. Jetzt sind aber unsere Piraten hier. Oh, und es gibt einen... Aha. Hier ist ein Gegner vor Ort. Und jetzt schaut mal hier. Wir könnten natürlich jetzt eine Bodenschlacht machen. Das geht natürlich erst, nachdem wir uns enttarnt haben. Aber ich denke mal, den Hishu wollen wir hier verscheuchen. Das ist unser System. Da suchen wir uns mal gleich unsere vorsichtigen Verteidiger. Sollen wir hier ganz schnell rüberfliegen? Wir gucken mal. Wir haben 36.000 gegen. Oh, 44.000. Oh, vielleicht sind die doch stärker als wir. Ups. Vielleicht müssen wir einfach mit unseren jetzigen Schiffen hier schon schießen. 3.100 gegen. 7.000 Kampfstärke, die ist schon kampfstark. Jetzt fehlt uns unsere erste Flotte hier. Ich glaube, sie ist zu schwach mit diesen ganzen alten Schiffen. Wir haben nur 1.000 Kampfstärke, sie haben 7.000 Kampfstärke. Naja. Wo ist unsere erste Flotte? Die ist jetzt leider ganz weit weg. Ganz, ganz, ganz weit weg. Hatten wir hier nicht noch eine zweite Flotte? Wir haben hier eine zweite Flotte. Das sind die Hishu-Verteidiger. Wie lange brauchen die denn hier hin? Ach, ich wollte nur die Vorschau gucken. Jetzt habe ich die schon hingeschickt. 4 Runden. Wir holen die mal zur Verstärkung rüber. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt hier angreifen. Die sind auch schnell unterwegs. Und unsere vorsichtigen Verteidiger, die können gleich wieder zurückfliegen. Das ist nur unsere Notfalllösung. Und hier wird das System belagert. Ich glaube aber durch die Gegner. Ich denke mir, dass wir noch nicht da reinzählen. Mit minus 26. Genau. 900 Systemverteidigung haben sie eigentlich. Sie sind schon auf 538 runter. Wir wollen die hier erstmal gleich verscheuchen. Das scheint auch so Belagerungsschiffe zu sein. Haben auch relativ viel Mannstärke dabei. Und dann wollen wir das System belagern. Aber erstmal müssen wir die anderen verscheuchen. So, und hier warten wir immer noch flehentlich darauf, etwas zu entdecken. Unsere Belagerer belagern noch nicht, weil sie getarnt sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Hier haben wir unseren Naherkunder. Warum haben wir den nochmal hier hingeschickt? Weil es hier neue Kuriositäten gibt, die wir jetzt auch erst erforschen können. Die haben wir gerade mit der Erforschung erst freigeschaltet, glaube ich. Oder kommen die jetzt erst? Nee, die kommen jetzt erst. In 2 Runden bekommen wir noch mehr Forschungsoptionen, können aber auf Galtor auch nochmal was entdecken. Nämlich eine positive Anomalie mit Hochenergie-Plasmasphäre. Okay.
Ich glaube, die kennen wir auch schon. Haben wir schon mal auf einer anderen Welt entdeckt. Ja, jetzt sind wir hier ganz gut voll auf unserer Heimatwelt. Haben jetzt hier das ganz gut bevölkert. Und können damit jetzt unsere Bevölkerung mal wohin schicken? Schicken vielleicht mal wieder nach Elektra? Nein, da sind wir voll. Azellus? Ach, Carp, glaube ich, hatten wir neu dazu bekommen, oder? Ich gucke nochmal. Carp, ist das nicht das System, was wir jetzt hier neu dazu geholt haben? War es nicht das hier? Ja. Genau, da können wir immer drei Leute drauf hinschicken immer und dann hier die ganzen Schläfer drauf errichten. Und auf Azellus. Azellus ginge auch. Azellus machen wir als nächstes. Da können wir dann auch für Schläfer sorgen. Mhm. Okay. Dann haben wir das eingestellt. Wir wollten noch unsere Bärtierchen, Kalmat, die wollten wir noch assimilieren. Da brauchen wir wieder eine Quest. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil die vor uns sind. Weil die hier schon verbündet sind. Müssen wir hier noch weiter warten? Das ist ja doof. 24 könnten wir uns doch leisten. Vielleicht müssen wir die erst überholen. Mal gucken, ob uns das noch gelingt. Ich lasse uns das mal offen. Vielleicht wird uns das in der nächsten Runde noch angezeigt. Als kleine Erinnerung. So. Das ist ja noch eine Nebenfraktion. Das noch haben sie den nicht assimiliert. Das glaube ich nicht, weil ansonsten wäre das hier schon Woodianisch. Ich will immer Vidiana sagen. So, wir haben wieder die Heimatwelt von Talita entdeckt. Haben wir hier kein Refugium mehr? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Talita. Hey, how's it going? Ach, da sind die. Sofon, wissen Sie, jetzt herrscht schon so lange Frieden zwischen unseren Imperien, da betrachten wir sie fast schon als Familie. Natürlich keine enge Verwandtschaft, eher so wie ein komischer Vetter dritten Grades. Ja, danke schön. Weil lange Frieden herrscht, mögen sie uns. Oh, wir müssen hier mal wieder einiges an Schläfern machen. Haben hier ordentlich aufgeräumt. Ja, was machen wir mit der Heimatwelt von denen? Wir hatten ja schon dafür gesorgt, dass die Pazifisten dahin kommen. Wir könnten mal wieder Schläfer entführen. Ja, das finde ich gut. Führen mal wieder die Schläfer. Und hacken die mal weiter. Das scheint immer ganz gut zu funktionieren. Warum ein System ändern, wenn es geht? Oh, und wir haben einen neuen Ansammlungsbonus für den Schemenschatten bekommen. Sehr cool, nämlich... Ah, wir bekommen mehr Geschwindigkeit. 15% mehr Geschwindigkeit. 15% mehr Bandbreite. Und einen Einflusspunkt pro zugewiesene Bandbreite. Okay, das heißt, wir sollten jetzt dadurch, dass wir 182 Bandbreite zugewiesen haben, auch 182 Einfluss bekommen. Sind jetzt super schnell von der Geschwindigkeit hier. Ansammlungsbonus 3 wird unten links angezeigt. Wow. Und haben auch wieder ordentlich was dazu bekommen an Möglichkeiten. Beschleuniger haben wir hier und hier schon aktiviert, alles klar. So, wo haben wir noch gehackt? Ilion. Ah, Ilion, das ist ja doch das, wo wir hier unbedingt ein Refugium drauf haben wollten. Das hat geklappt. Sehr gut. Ohne Probleme von Cancer aus, oder? Ja. Dann machen wir das gleich nochmal. Wir können leider noch kein Refugium erstellen, weil wir erstmal zwei Schläfer brauchen. Das heißt, wir betten einen Schläfer ein. Und schicken hier gleich nochmal einen neuen hin. Gleich nochmal. Gleich wieder mit Beschleuniger. 4 Runden. Vielleicht kriegen wir es sogar auf 3 Runden reduziert. Mal gucken.
Genügend Bandbreite haben wir ja. Die sollte dann gleich aktiviert werden. Die Soffern sind ganz witzig, ne? Genau. Akab ist schon voll. Dann sorgen wir mal dafür, dass hier die Schläfer auch entstehen. Und bleiben mal noch eine Runde weiter auf Akab. Unsere Imane hat auch Erfahrung gesammelt. Das sind die vorsichtigen Verteidiger. 10% Schaden auf Flotte. Ja, kann man machen. Imane sollte auch eigentlich jetzt wieder zurückfliegen, ne? Genau, da ist sie. Und wir warten hier mal auf unsere zweite Flotte, wenn man so möchte, auf unsere Hishu-Verteidiger, die hier gerade um die Kurve fliegen, nach Megres rein und übernächste Runde dort vor Ort sind. Dann können wir die vertreiben. Das Schöne ist, sie machen für uns so lange die Drecksarbeit, reduzieren hier immer weiter die Systemverteidigung. Das macht es uns einfacher, dort die Truppen einfallen zu lassen. Und die 20% Wissenschaft auf Imperium sind leider vorbei. Das haben wir uns auch angeschaut. Ja, hier unten, es gibt hier nichts. Das kann doch nicht sein. Hier wollten wir jetzt mit unserer ersten Flotte hinfliegen, aber wir sehen hier nichts. Aber unsere Sonde, aha. Immerhin etwas. Shiak entdeckt. Wer auch immer die Welt in ihrer jetzigen Form geschaffen hat, ist bereits lange in Vergessenheit geraten. Es ist jedoch offensichtlich, dass diese Zivilisation Zeit und Raum beherrschte. Und Spiele. Die ganze Welt ist tatsächlich das komplizierteste Spiel der Galaxie und die Spieler können ganze Lebzeiten damit verbringen, seine Feinheiten zu meistern. Das ist das Spiel des Lebens. Von außen ist das Spielfeld in dichten Nebel gehüllt, aber Spieler, die das Spiel beginnen, finden sich in einer Art riesigen, lebendigen Simulation wieder, in der sie sich voll auf ihre Intelligenz und ihr Wissen verlassen müssen, wenn sie weiterkommen möchten. Welchen Zweck das Spiel verfolgt, ist nicht bekannt. Ebenso kann nur spekuliert werden, ob jemand es jemals gewonnen hat. Aber eines ist sicher, diese Welt zieht die klügsten Köpfe der Galaxie magisch an. Da gehören wir ja dazu. Wir haben zwar keine Köpfe, aber wir sind ja stark auf Wissenschaft aus. Da wollen wir natürlich rüberfliegen, ist ja ganz klar. Mit unserer Flotte. Hier gibt es auch schon einen Bevölkerungspunkt. Wir schauen uns mal das System an. Das ist dieser einzigartige Planet, eigentlich ganz klein. Er ist auch schon kolonisiert. Nebenan noch ein riesiger Wüstenplanet mit einer feindlichen Präsenz. Und ein kleiner Lavaplanet. Okay. Wer ist denn hier drauf? Sieht man das? Und hier gibt es schon eine feindliche Präsenz. Naja. Rüber. Bitte einmal rüberfliegen. Dann wissen wir vielleicht mehr. Das ist ja 1500 Mannstärke sollten wir auch haben. Hier sind wir auf Rate 3 gelandet. Das ist hier bei uns tatsächlich in der Nähe. Und können hier auch noch ein bisschen Kuriositäten aufdecken. Auch hier, die wird bald dort vorhanden sein, also aufdeckbar sein für uns in einer Runde mit den ultratiefen Behausungen. Wir bleiben hier auf jeden Fall vor Ort mit unserem Naherkunder. Galtur warten wir auch ab. Ja, und er hat echt Pech. Wir hätten ihn überall einsetzen können, aber er kann nichts entdecken. Wie frustrierend das sein muss. Das haben wir uns auch angeschaut. Wahlen. Nächste Runde sind Wahlen, Leute. Nächste Runde. Kriegen wir das noch hin, dass wir hier vielleicht auch gleich mal unsere Zitadelle sehen? Die würde ich mir gerne mal angucken. Das wird auch Highlight. Erstmal die ultratiefen Behausungen noch. Es ist nicht einfach, sich Behausungen tief im Kern eines Planeten zu schaffen, ohne sich ernsthafter Lebensgefahr auszusetzen. Der hohe Druck, eindringendes Magma
und der erstickende Staub sind nur der Beginn einer langen Liste von Dingen, die dich umbringen können. Dank dieser Technologie bist du sicher. Außer vor durchgeknallten Mitbewohnern. Merkt euch das. Wer von euch hat Mitbewohner bei euch? Schreibt gerne mal in den Chat. Würde mich mal interessieren, wer von euch in einer WG wohnt. Und die umfassenden Epochenscans legen jetzt die Kuriositäten-Expeditionsstärke auf 4 fest. Mit anderen Worten, wir können alles entdecken, was wir wollen. Oder? Was machen wir hier? Ah, die Niedrig-Kelvin-Wissenschaften. Da können wir sogar ein Quadrinex-Flottenbeschleunigerfeld uns holen. Wow, ein bisschen was haben wir ja. Das scheint auch ganz cool zu sein. So, jetzt sind wir sind jetzt verbündet mit den Kalmat. Das sollte doch eigentlich... Das sollte doch eigentlich möglich sein, dass wir jetzt mal die Quest starten, oder? Wo sind die Kalmat nochmal? Die waren hier unten. Auf krass. Geht das jetzt? Geht immer noch nicht. Das kann doch nicht sein. Wo sind denn hier die... die Gegner, die Vudiani. Vielleicht müssen wir die hier erst bei den Beziehungen überstimmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das noch machen können. Noch sind sie mit denen verbündet. Vielleicht geht das immer nur mit dem ersten. Aber sehr cool, wenn wir sie noch zu uns gewinnen könnten. Das würde unserer Fraktion durchaus einen kleinen Boost geben. Und was uns auch einen Boost geben wird, ist, dass Migres gehackt wurde. Und dass wir eine neue Quest bekommen haben. Die schauen wir uns natürlich auch nochmal genauer an.